Kann ich aber sagen, was ihr so seid? So ein bisschen, seid ihr irgendwie aggressiv gegenüber mal gestimmt? Ich weiß nicht, ob das Verhältnis dann unterschiedlich wird, ne? Wenn du so ein bisschen arrogant und arschlochtechnisch rüberkommst, wie das dann im späteren Verlauf mit dem wird irgendwie. Das da, ich weiß nicht, das ist. Ja. Interessant. Dude, ich bin gerade Pilot geworden. Was meinst du, wie gut ich motiviert bin? Wir sind alle in einem Boot. Ich muss hier lang, ne? Ja, muss hier lang. Unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Ja, Tante, hab ich verstanden. Unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Gut, ich bin jetzt gleich verwirrt. Ich gehe jetzt nochmal hier runter, aber ich glaube, es bringt mich nicht mehr. Würden wir alle auf Eigenfaust kämpfen, hätten wir gegen die ANC keine Chance. Das sieht dann auch im richtigen Weg aus hier. Wir werden uns nicht verkriechen und auf die Wand. Nein, ich verkrieche mich aber gerade. Wir werden uns nicht verkriechen und in dem Moment gehe ich in diesen scheiß Lüftungsschacht rein. Okay. Wurde geortet. Ich mach das. Schauen wir schon, Digga. Bleib du mal da und genieß die Show. Na, gefällt's dir soweit? IMC Speerdrohne. Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Neuralverbindung muss umgehend hergestellt werden. Installieren Sie die letzte Batterie. Macht. Volle Energie. Alles klar, BT? Wir müssen erst eine Neuralverbindung herstellen, Pilot. Bitte einsteigen. Also gut, bist du bereit? Ich gehe jetzt in mein Inneres rein. Ich werde auch ganz vorsichtig sein. Okay. Okay. Aber vorsichtig, großer. Protokoll 1. Mit Pilot verbinden. Stelle Neuralverbindung her. Neuralverbindung hergestellt. Schütze Jack Cooper. Sie wurden als Interimspilot von BT-7274 bestätigt. Ich freue mich. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Achtung, feindliche Einheiten nähern sich. Protokoll 3. Den Piloten beschützen. Initialisiere kritische Systeme.
Ich sehe noch ein paar Leute, ja. Vortex-Schild online. Der Vortex-Schild absorbiert Projektile und Raketen. Lassen Sie die Taste los, um absorbierte Objekte auf den Gegner zurückzuwerfen. Pilot, die Echolight-Kapsel ist online. Diese auf der Schulter montierte Raketenbatterie erfasst mehrere feindliche Ziele. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto mehr Ziele werden erfasst. Verbindung abgeschlossen. Waffensysteme und Bewegungssteuerung reaktiviert. Okay. Pilot, feindlicher Titanfall geortet. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bereit machen. Kein Problem. Und du bist dir sicher? Vertrauen Sie mir. Komm her, mein Hübscher. Zeit für einen Tanz! Mich zu loben, du Vollidiot. Feindheiten zerstört. Gute Arbeit, Pilot. Unsere Kampfeffizienz hat sich erhöht. Pilot, ich orte weitere Bergungsteams der IMC. Unsere einzige Überlebenschance ist die Fortsetzung der Mission. Wir müssen zu Major Anderson. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Markiere hart. Okay. Wir müssen uns beeilen. Mama ist großer. BT, ich vertraue dir. Ich weiß, ich bin ungern so ein Arsch irgendwie bei sowas halt auch. Aber es ist cool, dass du so selber Antworten geben kannst. Finde ich gut. Ich könnte ja sagen, wenn jeder sagt, der Titan BT sagt, ich wäre sein Interimspilot, ob ich dafür bereit bin oder nicht, ich muss das hinkriegen, sonst bin ich tot. Meine einzige Überlebenschance besteht darin, das Timosas ursprüngliche Mission fortzusetzen. Das bedeutet ein Treffen mit seinem befehlshabenden Offizier Major Anderson von der Special Recon Squadron. SRS, der Miliz. Noch 60 Klicks. Gut und was. Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Okay. Hier ist Hohenberg 3-2. Wir haben hier unten schwere Verluste. Wir bitten dringend Unterstützung. Wir haben schwere Verluste. Bin am Start. Okay, mein Hübscher. Dann lass uns mal ein paar Kills machen. Was hast du vor? Was du machst? Ich habe meinen Titan verloren. Okay, hübscher. Alles cool? Gehen wir weiter. Bald. Ich auch. Willkommen auf deiner Beerdigung. Danke. Ja,
aus der Kackekatzen allerwertesten Riegel. Und Schiss. Das war die schönste Beerdigung meines Lebens. Momentan. Das hochentwickelte Design dieser Titanwaffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Toll, eine neue Titanwaffe wäre hilfreich. Korrekt. Die IMC verfügt über hochentwickelte Titanwaffen, die unserem Erfolg zuträglich sein werden. Kollege? Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Das ist richtig. Und wir haben da hinten, also, ich muss, das ist ein, nice, ich weiß nicht, wie komme ich denn jetzt da rein? Ich will da rein, ich will den Helm haben. Tod? Toxischer Schlamm. Natürlich! Hätte ich auch riechen müssen. Das hochentwickelte Design dieser Titanwaffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Bist du etwa verliebt? Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt. Fazit, ich bin zu 50% verliebt. Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Wie cool war die Antwort denn jetzt? Ich bin zu 50% verliebt. Wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Okay, in Ruhe. Volle Bereitseite an und freigeschaltet. Ruhe da oben. Komm mal runter. Okay, Kollege. Können wir aussteigen lassen hier am besten. Gut. Frage ist, wie komme ich jetzt da rein? Okay. Attackiere feindliche Infanterie. Mach das. Ich drück mal hier links noch. Wartungsüberbrückung aktiviert. Aha. Öffne Flussregulierungstor. Bitte, danke. Warnung. Toxische Dämpfe in Hauptraum eingeleitet. Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums.
Mach das. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Wir müssen uns trennen. Trennen? Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang.